Es ist der 16. Januar und wir gratulieren allen Marcells recht herzlich zum Namenstag. Der Name Marcel kommt von Marcellus und lässt sich aufgrund des Alters nicht genau ermitteln. Nach Posidonius und Plutarch bedeutet der Name der Kriegerische. Es kann aber auch eine Herleitung des Diminutiv von Markus sein als mögliche Erscheinung. Also die Verkleinerungsform sozusagen. In historischer Zeit diente Marcellus nur als Kognomen, also als weiterer Name, im Endeffekt der Claudier. Erst in der nachlateinischen Zeit wurde der Name als Vorname Marcel, Marcellus im Endeffekt verwendet oder Marcello im Italienischen. Wir feiern heute am 16. Januar den Namenstag aufgrund von Marcellus dem Ersten. Marcellus der Erste, der ist ungefähr 309 gestorben, war wahrscheinlich vom 307 bis 309 Bischof von Rom. Er folgte Marcellinus und war nach der längsten Vakanz, die Papstgeschichte, die 4 Jahre dauerte, wurde er eben Papst. Das heißt, der kirchliche Stuhl war 4 Jahre lang nicht besetzt. Er übernahm die Zerschlagung in der Christenverfolgung durch Diokletian wieder neu zu organisieren und aufzubauen. Weil er für strengere Strafen gegenüber abgefallenen Christen während der vergangenen Verfolgung eintrat, wurde er 309 unter Kaiser Maxentius aufgrund von Tumulten aus Rom verbannt. Er starb im selben Jahr und wurde in der Calixtus-Katakombe beigesetzt. Der liebe Marcellus, der Erste, der Papst. Wenn wir überlegen, welche Marcells wir kennen, da gibt es Marcel Duchamp, ein Künstler, ein französischer Künstler. Ganz viele Fußballer heißen Marcel, also Marcel Janssen, Marcel Schmelzer, Marcel Sobotka. Es gibt Handballer, den Marcel Lenz, der im Endeffekt ein Marcel ist, den man kennt. Den Marcel Reif, das ist ein Fußballkommentator. Marcel Wüst, das ist ein Radfahrer. Und natürlich last not least Marcel Reich-Ranicki, der ja bekannt geworden ist als Literaturkritiker. Ja, weitere Informationen zu Marcel kann man in unserer App entnehmen, Namechecker, die ist unter Android und iOS verfügbar. Und weitere Informationen zum Thema Namenstag und wie man die im Marketing einsetzen kann, findet man bei www.marancon.de Namenstage. Ich wünsche allen Marcells und Marcellos einen schönen Namenstag heute am 16. Januar.